Ja, soll ich sagen, Wintertour 2016. Wir haben den 3. Januar. Haben, ich glaube, 1,2 Kilometer gelaufen. Wir werden das öfter sehen, weil Stefan sich umzieht. Die Maschine ist warm gelaufen. Wir haben es tatsächlich geschafft, von Norden, wo die Häuser verschneit sind, ja, wir haben Schnee, hierher zu kommen. Und wohnen gleich da weiter. Mal gucken, was noch erwartet. Ich kann dein Handy jetzt mit laden. Auf. Wir melden uns zurück, wenn es soweit ist. Oh, jetzt zieht's aber. Jung und Jung. Ich muss auf die Kamera gucken. So, Premiere. Die erste Aufnahme mit meinem neuen Selfie-Stick. Ich hoffe, man kann mich ganz sehen. Auf meinem Bauch. Der Kollege hält das noch mit der Mütze auf. Ich kann nichts an den Stöcken. Ja, 2 Kilometer jetzt. Klitschnass. Aber es schneit. Was es ja auch sollte im Winter. Hat ja gekommen, es liegt mehr als der Schnee. Aber was willst du machen? Wir melden uns später zurück. 70 Kilo? 28 Kilo? 68 Kilo! Kein Problem. Aber die Holzoma ja auch. Anschlag! Nächster. Das ist hier wie überhaupt in Lukas. Wenn das nicht schafft, darf ich nicht weitergehen. Das Schwächste fliegt, ne? Hast du dich hier oben aufgestellt? Nee. Danke. Ja, ne? 40 Kilo. Aber alte Frau, jetzt müssen wir noch durchmachen von mir hier. Ja, ich stehe hier gerade vom Steinbruch, von einem alten stillgelegten, denke ich mal. Normalerweise würde man den vom Weg gar nicht aussehen, haben wir gerade gesagt. Oder Stefan hat es gesagt. Aber dieses nette Schild hat uns darauf hingewiesen. Und wenn da steht, ach, schon Abschluss gefahren, müssen wir mal gucken, was da los ist oder nicht. Ja, ja. Ja, ja. Weiter geht's. Und. Geht's im Text. So, Stempelstelle 140. Für mich ist das nichts Besonderes, aber für Stefan ist das der erste. Willst du filmen? Wie ich stimme? Zum vorbeugenden Brandschutz ist der Zugang mit einem Metallrohr ausgestattet. Vom Wald, wir kommen. Ja. Ja. Ah ja. Ja! Auf die Pferde! Ja! In einem schönen Aussichtspunkt angekommen. Das Dörfchen da unten heißt Lehrbach. Lehrbach? Ja, voll. Lehrbach da unten. Und da ganz hinten am Horizont, wenn ihr über den blauen Balken rüberkommt, da ist Osterode, da sind wir losgelaufen. Ja, ungefähr 4 Kilometer haben wir jetzt. Was soll man dazu sagen? Wir sind ziemlich langsam. Kalt kann man dazu sagen. Aber weiter. Es geht ja nicht darum, Träger zu reißen, sondern mal Spaß haben. So sieht's aus. Auf in den Kampf. Also, nehmen wir mal an, das wäre jetzt ein typischer Januar. Hier ist Schlitten. Schiele. Aber da wir ja wir sind und im Januar auf Trekkingtour gehen, um Schnee zu sehen, na, haben wir auch Schnee, wir wollen es dann nicht runtertreiben. Aber ja, nicht zwangs so wie die gewünschte Menge, würde ich sagen. Ne? Ist das schon wieder Stempelstelle? Ja, sehr gut. Wollen wir erst eine Runde Skifahren? Skifahren ist ein Hero-Turn. Ja, wahrscheinlich ist das für euch alle ganz, ganz normales hier. Aber für uns Norddeutsche. Das ist ja was ganz Besonderes, ne?
Ja, so fühlt man sich im Schneeurlaub. Schön wär's. Nochmal schön die Aussicht. Wunderschön. Was soll ich sagen? Das Hexenstiegbuch. Was soll das sein? Tada! Das magische Buch aller magischen Bücher. Nee, Hexenstiegbuch. Vom 15. Kann ich lesen. 2.12.20. Silke Tegel. 03.01. Oh, ich schreibe mal jetzt nochmal selber, okay. Hendrik. Hendrik. Was? Hendrik. In Schrift hatte ich eine 6. Aber auch nur, weil es keine schlechte Note gab. Ah! Wie ist das denn passiert? Also, Feststellung. Fichtenmalatee schmeckt scheiße. Naja, trinken kann man es, aber ja. Mein Appetit ist mir lieber. Aber ist auch Geschmackssache. Ja. Wir sind jetzt, wo ist nicht, wie weit gelaufen? Haben ein bisschen Aussicht. Es wird langsam dunkel. Mal gucken, ob wir da noch filmen können. Ohne Taschenlampe. Es dürfte nicht mehr weiter bis zur Hütte. Hoffentlich ist sie frei. Da wollen wir dann heute Nacht bleiben. Für den ersten Tag sind wir wohl ganz gut vorangekommen und mal gucken, was uns erwartet. Wir machen das Beste draus. Wir haben vorhin noch überlegt, ob wir den Regenschutz rüber machen. Aber hat sich herausgestellt, das war eine gute Idee, das zu tun. Aber der ist komplett mit Schnee eingefroren. Das ist nicht so cool, das anzustellen. Die weitersachen? Ja. Hey everybody! It's Kung Fu Fighting! Ach ja, 28 Kilo, ne? 5. Unsere ersten Tour vor 5 Jahren hatten wir auch beide 28 Kilo. Da hatten wir unter anderem aber auch den schweren Bundeswehr-Klatschspaten mit. Also Geröde. Das habe ich jetzt alles nicht mehr und dann trotzdem 28,5. Und es war Sommer. Keine minus 6 Grad wie heute. Ja. So ist er. Cliff Bar Crunchy Peanut. Wollt nicht los? Sieht aus wie gesollter der Durchfall. Schmeckt aber gut. Ja, gerade noch ein bisschen was gegessen. Und keine 20 Meter weiter. Aber na gut, ein bisschen betrieben. 100 Meter weiter. Ist auch schon die Hütte, wo wir hin wollen. Traumhaft hier. Man könnte sich fast vorstellen, dass das Schweden ist. Aber nee! Wir sind mitten in Deutschland. Stefan liebt immer Panik, er hat aber Angst, dass da Menschen sind. Er hat Angst vor fremden Menschen. Ja! Echad, Stein, Schalosch.
bin ich ja nicht so. Ah ja. Ja, ja. Ah ja, wir sehen was. Ja, hier sind die Buschbock schon liegen. Wir wollen natürlich Feuer machen. Wir haben gerade schon jede Menge Holz gehackt. Das zeige ich euch gleich mal. Unser Nachtlager steht. Kann ich mal kurz zeigen, wenn Stefan sein Vater noch macht. Hier vor uns. Das ist Stefan seins. Da liegt mein Care-Paket mit meinem Rucksack. Und hier auf der Bank oben drauf schlafe ich. Ja. Da ist noch eine Stempelstelle. Die holen wir uns gleich noch. Da ist unser Holzlager. Das sollte erstmal reichen. So ein bisschen. Es ist mittlerweile dunkel geworden. Ja. Haben wir schon nach dem Tatter ausgeraten. Oh, damit ihr es besser sehen könnt. Ich hoffe, die Aufnahme wird was. Morgen will ich sie noch mit Licht machen. Ja, das Feuer brennt. Stefan ist so doof auch. Ja, ich krieg heute Michreis von Trecken geht und Stefan kriegt halt von Farmers Outdoor Nudeln mit Pesto. Mal gucken, wie es so schmeckt. Er wird gleich einen schönen Tee kochen. Ja, und dann lassen wir den Abend gemütlich ausklingen. Ich habe meine Everywhere schon mal daneben gestellt. Das wird langsam ein bisschen wärmer. Ja, was soll ich groß noch sagen, ne? Später. Guten Appetit. Ich hatte ja vom Gloria her, von meiner Idee erzählt, dass ihr das Wasser in meiner Flasche am Feuer wärmt. Funktioniert doch ganz gut, aber wenn ihr das Wasser ablasst, dann könnt ihr es sehen. Ich mach mal schneller. Kommt da so eine Scheiße bei raus. Ja. Ich würde sagen, das ist ein Euro Fusch. Jetzt wissen wir, dass man es nicht macht. Aber übermorgen kommen bei Globetrotter vorbei. Dann würde ich mal investieren, würde ich sagen. Ne? Aber irgendwann ist er immer. Und wenn sie nicht kaputt gegeben wäre, hätte ich jetzt nichts Lustiges zu erzählen. Und die nächsten Jahre werden wir bestimmt noch dran erinnern, in diesem Moment. Das sind 10 Euro noch wert, oder? Ja.